Ja, hallo, hier ist Janan. Heute wird es mal Zeit wieder mit einem Brotrezept, und zwar mit einem Sauerteigbrot, und zwar dieses Mal mit Chiasamen und Sesam. Ich hatte ja schon einige Rezepte veröffentlicht mit Sauerteigbrot. Und zwar ist es aber ganz wichtig, wenn ihr vorher meine anderen Videos noch nicht angeschaut habt, erstmal Sauerteig in 5 Tagen selbst zu entwickeln. Wenn ihr das Rezept dazu sucht, findet ihr hier oder unten in meiner Videobeschreibung. Ganz wichtig ist erstmal natürlich, den Sauerteig selber zu machen. Gönnt euch erstmal diese 5 Tage Zeit und danach könnt ihr den Sauerteig immer wieder benutzen für eure Brote. So, dann fangen wir mal an mit dem Rezept. So, hier seht ihr auch schon die Zutaten. Und zwar fangen wir mit dem Vorteig an. Diesen Vorteig habe ich einen Tag vorher gemacht, den ihr hier seht, natürlich mit meinem eigenen Sauerteig. Ihr könnt aber auch Fertigsauerteig zum Beispiel vom Bioladen kaufen, aber den müsst ihr auch am Vortag verarbeiten zu einem Vorteig. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man den Vorteig herstellt. Und zwar ist das mein Sauerteig aus dem Kühlschrank, ne, den ich hier immer wieder füttere. Der kommt erstmal in eine Schale, und zwar ungefähr 3 Esslöffel. Wenn ihr auch wirklich euren eigenen Sauerteig, wie ich, machen möchtet, guckt euch wirklich mein Video an, in 5 Tagen Sauerteig herstellen. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr finden oder am Anfang hatte ich ja verlinkt. So, das Ganze wird jetzt mit Wasser ein wenig aufgelöst und dann kommt ein bisschen Mehl. Zu einem halben Glas lauwarmen Wasser kommt ein ganzes Glas Mehl hinein. So, die Konsistenz des Vorteigs muss so sein, also darf nicht zu fest sein. Und ich habe hier jeweils ungefähr ein Glas Mehl und ein halbes Glas lauwarmes Wasser. Und das Ganze lasse ich jetzt warten, mit einer Folie abgedeckt, bis zum nächsten Morgen. Ungefähr 10 bis 12 Stunden muss es warten. Das ist ganz wichtig. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann so einen Sauerteig. Und ihr seht einfach, dass der Sauerteig gelungen ist, wenn also diese ganzen Bläschen drin sind. Und jetzt kommen ein paar Löffel zum Aufbewahren wieder in meinen Kühlschrank. Genau, ich nehme also wirklich nicht viel, 3 bis 4 Esslöffel. Und der Vorteig wird auch gleich gefüttert wieder. Ja? Damit er wieder zu einem schönen aufbewahrten Sauerteig wird und den ich im Kühlschrank dann aufbewahren kann. Und zwar immer füttern mit Mehl und Wasser. Und Metall darf aber nicht rein, also umrühren. Ihr könnt zwar Mehl und so weiter mit Metall eingeben, aber umrühren solltet ihr mit einem Holzstäbchen oder Holzlöffel. Und der Deckel wird nicht ganz zugemacht. Den lasse ich erstmal so circa eine Stunde zimmerwarm warten und dann kommt das Gläschen in den Kühlschrank zum Aufbewahren. So, der Vorteig wird jetzt verarbeitet, den ich ja aus dem Vortag habe, zu einem richtigen Brotteig jetzt. Und dazu kommt jetzt lauwarmes Wasser hinein. Dann Gewürze, also was ihr habt. Ich habe hier wirklich nur Oregano und Salz. Manchmal mache ich auch nur Salz rein. Schmeckt auch super. Hauptsache, der Sauerteig ist gelungen. So, und dann, ich mache das wirklich nach Augenmaß. Aber später in der Videobeschreibung findet ihr die richtigen Maße, wie viel ich hineingemacht habe. So, und dann kommt Olivenöl hinein. Das hatte ich jetzt in den Zutaten nicht gezeigt. Öl können auch schon die Chiasamen hinein. Und das Ganze wird wieder abgedeckt mit einer Folie und eine Stunde müsst ihr jetzt auch noch mal zugedeckt warten lassen. Ja, nach einer Stunde seht ihr hier, der Teig ist richtig aufgegangen und ihr seht auch schon die Bläschen im Brotteig. Jetzt habe ich natürlich keinen Vorteig mehr, ein richtiges Brotteig. So, und dann zeige ich euch mal kurz,
wenn die Linse das richtig erkennen kann. Genau, das hat richtige Bläschen gebildet. Und dann habe ich so eine Form, eine Brotbackform. Und da kommt ein bisschen Mehl hinein. Also erstmal natürlich so ein Geschirrtuch, damit das nicht klebt. Ich mache das immer mit einem Geschirrtuch, damit geht es besser, kann man besser stürzen. Und der Teig wird jetzt mit Wasser ja, ein bisschen so gedreht. Das ist auch wichtig, dass man das mit dem Wasser macht. Und jetzt ein bisschen auch gefaltet. Also jetzt kleben wir nicht, jetzt kneten wir nicht mehr, sondern jetzt falten wir den Teig einfach. Ganz wenig, also wirklich nicht viel. Und dann kommt das Ganze einfach in den Brotkorb. Ich kenne andere Videos, wo mehr gefaltet wird. Und ich habe einfach gemerkt, das macht wirklich nicht aus. Also die Zeit zum Falten könnt ihr euch sparen. Das Brot gelingt auch so. Nur am Ende müsst ihr ein bisschen falten, das reicht. Und dann das Ganze ein bisschen bemehlen, damit das nicht klebt später im Topf. Weil wir machen das ja im Gusseisentopf. Das ist ja das Besondere bei diesem Brot. Und das Ganze wieder warten lassen für eine Stunde in der Form. So, und hier habe ich jetzt meinen Gusseisentopf erhitzt. Das ist auch wichtig, damit das Ganze nicht klebt. Aber ich mache das auch manchmal ohne Erhitzen. Das geht auch. Und das Ganze wird jetzt reingestürzt einfach. In der Mitte machen wir mit dem Wässer einfach eine Ritze. Und das Ganze kommt in den vorgeheizten Backofen bei 230 bis 250 Grad mit geschlossenem Deckel. So, danach kommt er jetzt raus, nach einer halben Stunde. Wichtig, wenn ihr das rausnimmt, müsst ihr die Temperatur beim Ofen auf 200 Grad niedriger machen. Das ist wichtig. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen kurz mit Wasser gespritzt. Und da drauf kommen nochmal Samen, auf Wunsch. Also nur wenn ihr möchtet, muss nicht unbedingt sein. Ihr könnt auch nur Sesam zum Beispiel drauf machen. Aber es sieht, finde ich, ganz gut aus später. Und ja, ohne Wasser würde das Ganze nicht kleben, deshalb mache ich nochmal Wasser drauf. So, und das Ganze kommt jetzt ohne Deckel in den Ofen bei 200 Grad wieder für eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde haben wir ein fertiges Brot. Und ich stürze das Ganze auf mein Brett. Ich habe jetzt das Audio angelassen, damit ihr merkt, wie sich die Geräusche anhören von dem Brot. Richtig krustig, wie Steinofen. Und jetzt schneide ich mal kurz. Und so hört sich das an wie ein Steinofenbrot, obwohl es ein helles Mehl ist. Dank meines Sauerteiges habe ich ein wunderbares Brot hinbekommen. Das sieht aus wie ein Graubrot, obwohl ich mit hellem Dinkelmehl gemacht habe. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und über ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!